Ach komm, scheiß drauf. Wir machen das nämlich cringe den. So, was geht ab? Hättet ihr auch nicht gedacht, ne? Ich auch nicht. So, gucken wir uns das doch mal an. Wir sind hier Manfredo, Level 105. Komm, wir nehmen den nervigen... meine holographische Führerin. Wo ist denn der Bart, Alter? Ach, keiner da. Alles klar. Ich lasse den ganzen Kram da erstmal drin. So, hör mal. Wir brauchen einen Drop oder wir brauchen unbedingt einen Beacon. Dodos! Warum sind so viele hier von euch? Es ist wieder Oster-Event ist wieder, ne? Gibt es euch wieder in bunten Farben? Man weiß es nicht. Jedenfalls. Was macht der Profi nun hier? Wir laufen mal irgendwie zu einem Beacon oder zu einem Drop hin, um unseren Kram rauszuholen. Wer im Stream war, weiß Bescheid, dass der Profi sich dachte, Arc Storytime. Das klang doch eigentlich immer ganz gut. Das kann man doch mal weitermachen. Und das denke ich, das machen wir auch. Ich weiß noch nicht, in welchem Abstand. Und wir nehmen diese Folge mal, um mich wieder hinzukriegen zum Schneiden und sowas. Ne, ihr wisst, was ich meine. Muss ich ja auch erst wieder lernen. Vielleicht lerne ich ja alles. Auf jeden Fall, das Setup ist ein bisschen was anderes. Wir haben keinen Greenscreen mehr. Ihr seht jetzt ein bisschen was von der Wand. Hängt einfach damit zusammen, dass auch mein ganzes Setup sich geändert hat einfach. Beziehungsweise der Standort. Die Lokalisation hat sich einfach geändert. Dementsprechend sind wir nun so hier. Auf jeden Fall, was ich gesagt hatte, weil man kennt es, ich verliere wieder meine Punkte. Wer im Stream dabei war, weiß, dass wir jetzt unseren Manfred oder Manfred hochgeladen haben. Und alles, was in dem Singleplayer-Spiel schon noch da war, der nicht gelöscht wurde, wie der vom Server, weil der Server einfach nicht mehr da ist, ist hochgeladen worden. Also alle wichtigen Geräte und wichtige Dinos, die wir noch so haben. Das heißt, wir nehmen quasi, Junge, kriegt die Ausdauer mal wieder hin. Das heißt, wir werden auf jeden Fall noch ein paar alte Verwandte wieder treffen hier bei Arc Storytime. Was doch schon mal eine nice Sache ist. Und wir fangen halt nicht wieder bei Null an, sondern müssen halt eben so ein paar Sachen uns holen. Und dann geht's auch los. Machen wir da weiter, wo es aufgehört hat. Ach nee, was ist denn da jetzt ein Sarko? Auf jeden Fall die Artefakte, die wir bis dahin hatten, das waren ja immer zwei Stück, werde ich uns wieder reinspawnen. Also reincheaten. Und generell, bevor sich da jemand aufregt, dieses Format gilt der Unterhaltung. Der Scheiß, ich kann hier machen, was ich will. Und nein, ich werde keine Dinos reinspawnen, damit es spannender ist oder keine Ahnung was. Ich heiße nicht Askalter. So, wo ist denn jetzt so ein blöder Drop? Da ist alles drin, was wir brauchen für den Anfang. Wir sind halt nackig gerade. Da ist ein Drop. Ach nein, wir können die nicht in den... Ach, wir müssen wirklich zu einem Beacon. Ah, verdammt. Ja, das kannst du knicken, Freund. Das... Oh nein, komm weg. Mach irgendwas anderes platt hier. Aber nerv doch nicht. Geh doch weg. Gut, wer auch immer mir empfohlen hat, dass ich hier Movement Speed auf 135 oder was der jetzt haben machen soll. GG. Ja, nee, ist klar, Junge. Du Loser. So, Achtung. Sprung wird... Oh, da kommt man gar nicht hoch. Oh, 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 oh. Ah, da hinten kommt man hoch. Ah, sehr gut. Ha. Ah, so, das war doch der Plan, Mensch. Ran an die. Jawohl, jawohl, jawohl. Es ist alles da. Argentavis ist der Erste. Komm zu mir. Dein Sattel hast du auch. Let's go. So, das ist es. Das wollte ich machen. Deswegen habe ich gegen die Schildkröten gekämpft und gegen den Sarko. Aber kann ja keiner ahnen, dass der so low ist und einfach stirbt. Ich muss mal mit dem Sound gucken. Ich weiß nicht, ob es zu laut ist eventuell. Das mal dazu. Wir haben es. Der erste Schritt ist getan heute. Und damit können wir auch mal das Video so ein bisschen richtig einleiten. Also, Arc Storytime geht weiter. Das können wir quasi als, ja, weiß ich nicht, zweite Season sehen, denke ich mal. Und wir machen, wie gesagt, da weiter, wo wir aufgehört haben. Das heißt, wir brauchen jetzt erstmal einen Base-Spot. Und hier, ich kann das nochmal kurz zeigen. Wir haben hier ein paar Items drin, wirklich, ja. Also, ich habe was mitgenommen, was ging. 50 Items haben wir. Wir haben hier eben den Generator, Kühlschrank. Ach, ihr wisst alles, was wir eben brauchen. Ein paar Kreaturen haben wir mit am Start. Kowalski, Günther und so haben es rüber geschafft. Rico, ja, also die Direwolves sind da. Wir haben Harry Otter wieder mit am Start und so weiter. Die kommen hier alle mit rüber. Mein Typ ist so am Stöhnen, Alter. Ist viel zu heiß hier für ihn. Aber bevor wir das halt machen können, müssen wir uns erstmal einen Base-Spot suchen. Und das ist das Ziel, was wir heute haben. Wir holen uns einen Base-Spot und bauen eine dicke Base auf. Also wahrscheinlich nicht so dick, aber halt ein bisschen. Ihr wisst, was ich meine. Dass man da ein bisschen mitarbeiten kann. Denn wir sind auf dieser Insel noch nicht fertig. Und ich finde es toll, dass mir mein Dings angezeigt wird. Meine Karte. Also mein Marker. Obwohl ich das eingestellt habe. Arc. Arc at its best. Mal wieder. Jedenfalls, wir sind hier noch nicht fertig. Wir haben hier noch die Eishöhle auf dem Plan gehabt. Und die zweite Unterwasserhöhle. Plus die Bosse. Plus, ja, yeah, wie heißt er? Der Overseher da, weißt du? Den wollen wir da auch noch platt machen. Das muss doch alles passieren. Und das machen wir jetzt. Ganz genau so ist es. Bisschen overhyped vielleicht gerade. Vielleicht ein bisschen overhyped, gebe ich zu. Vielleicht ein bisschen. So, und jetzt hat der Boy natürlich die Wahl. Die Qual der Wahl, könnte man sagen. Das könnte ein neuer Günther werden. Aber dräng dich nicht so auf. Beruhig dich. Wo ist eigentlich unsere Drohne? Liegt die noch?
Ach ja, ich bin ja gestorben. Das war ja, genau. Ja, die Frage ist jetzt, ne, machen wir wieder hier? Oder wählen wir einen anderen Ort? Ist ja Staffel 2. Kann man auch mal umziehen. Ich glaube, wir nehmen einen anderen Ort. Ich weiß noch nicht welchen, aber wir machen das. Ach, ein Spino. Natürlich. Sicherlich. Laro. Ach, zwei Spinos. Natürlich. Klar, wäre sonst nicht arg. Habe ich ganz vergessen. Mensch, herrlich. Sag mal, wir hier willkommen geheißen werden. Wunderschön. So, Ladies and Gentlemen. Ich glaube, dass wir angekommen sind. Ich glaube, dass wir diesmal hier unser Lager aufschlagen werden. Wie nennt man es hier? Der versteckte See, okay? Unter den Arc-Spielen heißt es eigentlich Paradise. Also hier werden wir auf jeden Fall eine kleine Base aufbauen. Wir haben vor uns hier schon ein paar Biber. Da können wir ab und zu mal die Biberstämme leer machen. Und dann das Holz benutzen, um uns hier eine Base aufzubauen. Sieht gerade auch relativ ruhig hier aus. Müssen wir ein bisschen was bauen? Kriegen wir aber hin und wir haben ja auch Streams, wo wir das machen können. Aber als erstes gibt es mal eine kleine Hütte, damit wir uns auch ein bisschen wohlfühlen können und nach alles, was wir brauchen, herholen können von den Gegenständen, die wir uns mitgenommen haben. Beziehungsweise es gibt, glaube ich, erstmal ein paar Pfeile. Drei Stück kann ich machen. Warum kann ich nur drei Stück machen? Was ist hier? Ich brauche mehr Stroh. Jetzt gibt es aber erstmal ein paar Pfeile, damit wir uns auch ein bisschen selbst verteidigen können. Ganz, ganz wichtige Nummer hier erstmal. So, damit ich nicht direkt wieder sterbe und der Arge hier wahrscheinlich alleine rumsteht, weil dann bin ich ein bisschen, ja, wäre nicht ganz so gut. So, dann wollen wir mal die gute alte Hütte hier hinsetzen. Tagi, 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 Tagi. Dach drauf, Bett rein, Türrahmen, Tür. Let's go, kommt mal da rein und hüpfen. Yes, sehr schön. So, Freunde, das ist das Traumhaus. Das ist Nico, der Profi-Traumhaus. Kommt bei einem Tutorial zu auf dem Kanal. Ist quasi nicht raidbar. Ja, auch im PvP einfach super OP, das Ding. Kleiner Spaß am Rande. Das ist erstmal die Hütte, die wir jetzt haben, ja. Beim nächsten Mal werden wir uns einen Dödi holen auf jeden Fall. Wir brauchen Mammut und vielleicht einen Ankylo, damit wir hier richtig loslegen können und dass hier alles nach vorne geht. Das wird auf jeden Fall alles viel schneller gehen als in der ersten Season. Seht diese Folge einfach als Folge 0 an oder als die Pilotfolge. Ja, das ist hier der Kickoff für Staffel 2 Arc Storytime. Mir war es einfach wichtig, dass ich jetzt mit euch den Start hier teile, das nicht im Stream mache, sondern hier auf YouTube. Vielen Dank fürs Zuschauen, Visitieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao.